Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, das Gelände ein bisschen voll zu kritzeln. Und ja, ich würde sagen, langsam bin ich zufrieden. Ich habe jetzt hier zwar noch einen kleinen Fehler entdeckt, den können wir aber nachträglich ganz leicht korrigieren. Und zwar sind diese Räumlichkeiten hier etwas zu kurz geraten. Lasst mich euch kurz rumführen. Einmal variable Zellen mit höherem Luxuswert für insgesamt 60 Gefangene, zweimal möglichst räumlich enge Zellen für 74 Gefangene, Hochsicherheitszellen für 45 Gefangene. Das wird insgesamt ein Hochsicherheitsbereich werden, das der mittlere Sicherheitsbereich und das hier der Minimalsicherheitsbereich. Jeder Bereich hat seine eigenen Familienzellen. Dazu kommt dann noch eine Großkantine, eine halb so große Kantine und eine kleine Kantine und so weiter und so fort. Wir werden alles Schritt für Schritt aufbauen. Wie gesagt, da ich jetzt fertig bin, die letzten Korrekturen, das können wir noch eben so machen. Und zwar habe ich hier aus irgendeinem Grund genau ein Feld zu wenig für einen ausreichend großen Generator gelassen. Fragt mich nicht warum, sowas passiert halt. Aber schlussendlich sollte das für ungefähr 330 Gefangene genügend Platz und Ausstattung bieten. Und wenn wir uns dann wahnsinnig genug fühlen, bauen wir dasselbe nochmal genau gegenüber auf. Ich hoffe mal, vom Hof wird das keiner vermissen. Hier reicht der Platz lustigerweise. Hier kommt eine Sicherheitszentrale hin. Hier nochmal eine extra Stromversorgung. Hier die Waffenkammer. So, wie ich die restlichen Räume ganz explizit einrichte, habe ich mir nur grob überlegt. Also so das Wichtigste, Wäscherei, Putzraum. Hier werden die Bewährungsanhörungsräume hinkommen. Und hier, das wird schlussendlich ein Innenhof werden. Ich wüsste nicht, was wir Besseres mit dem Platz anfangen sollten. So. Und hier noch die Zäune an der Seite. Hoppla, was habe ich denn hier gemacht? So. Gut, im Hintergrund wird immer noch fleißig geforscht und zwar an zum einen den Anwalt, damit wir die kleineren Räume bauen können, die kleineren Zellen und natürlich an der Finanzunterstützung. Sieht so aus, als ob das Spiel heimlich im Hintergrund noch ein bisschen weitergelaufen wäre. Und weil unser Direktor momentan gerade nichts zu tun hat, kann da direkt auch mal an ein paar Sachen weiterforschen. Jetzt kommt die Frau noch auf Ideen. So, und in diesem leeren Bereich im Übrigen werden wir nachher unser kleines Holzproduktionsareal einrichten. So. Dann zum einen hier ein Lagergebäude. Ja, wenn ich das so mache, reißen die am Ende die Wand abgeschickterweise. Personaltür hin. Hier kommt eine Personaltür hin. Wir machen so einen Gang nochmal für hier unten oder machen hier einen Abzweig hin. Ich habe den Müllraum schon mal freimütig nach hier unten verlegt. So, hier kommt die Leichenhalle hin. Hier kommt ein großer Lagerraum hin. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ja, soweit. Sollten jetzt erstmal alle wieder beschäftigt sein. Moment.
Gut, automatische Beleuchtung hatte ich ausgestellt. Dann. Die reißen wir jetzt einfach mal ab. Und hervorragend, das reicht tatsächlich alles noch. So, da müssen wir jetzt natürlich nur noch ein kleines bisschen abwarten. Das heißt, die können wir natürlich schon bauen. Die wird natürlich schweineteuer werden. Aber sowas gehört sich bei einer großen Umfassungsmauer. Wie viel kostet die? Oh. Na, Sümmchen halt, ne? Ich weiß nicht, lassen wir das offen. Braucht man eigentlich nicht. Angeliefert wird ja auch alles entsprechend schon. Dann können wir auch komplett zuziehen. Oh ja. 160.000 Öcken haben wir dafür schon hinlatzen müssen. Ich denke mal, das wird notwendig sein. So, wir haben den Rechtsanwalt freigeschaltet. Der kann dann jetzt nämlich direkt auch an die Arbeit gehen. So, Kredite sind genehmigt. Dann gucken wir mal. Wir können uns nämlich schon wieder einen neuen Zuschuss holen. Stimmt, eine Krankenstation hatte ich hier nirgendwo mit eingeplant. Ist das nicht lustig? An alles gedacht, nur nicht an eine Krankenstation. Hier kommt nochmal Versorgung. Ich denke aber, meine Krankenstation kriegen wir hier noch mit unter. Okay, das machen wir aber mal. So, sehr schön. Dann Materialien. Kommt eine Tür rein, dann kann das von der Planung her alles im Innern schon mal weg. Weiter geht's. Die Planung kann weg. Da haben wir was drauf gebaut. So.
Und natürlich wäre es ganz günstig, wenn wir hier entsprechend eine Dusche und Toiletten einplanen würden. So luxuriös wie in unserer Aufenthalts- und Aufnahmezelle werden es die Gefangenen schon lange, lange nicht mehr haben. So. Juhu, ich hab's mir endlich mal gemerkt. RimWorld Q und E zum Drehen und Prison Architect nur R. Ich bin ganz stolz auf mich. Und vielleicht wäre noch ein bisschen Licht gefragt. Aber nur ein bisschen. Wir wollen es ja nicht zu gemütlich gestalten. Es soll ja keiner hier bleiben wollen. Ja, das Kabel verlegen wir nachher nochmal neu. Genauso wie das. Das sollte aber angemessen für Helligkeit sorgen. Und hier brauchen wir natürlich auch angemessene Helligkeit. Wo kämen wir denn dahin, wenn man die Leichen nicht mehr sehen könnte? Langweilig wird es uns hier auf jeden Fall nicht werden. Wir haben noch eine Menge zu tun und dann muss das Ganze natürlich irgendwann noch in den Betrieb übergeführt werden und naja, ich denke mal, das mit dem Betrieb können wir hier schon zwischendrin machen, wenn hier ein Großteil davon schon steht. Nur der muss erstmal stehen und vor allem muss das ja alles gebaut werden. Könnten hier natürlich die Krankenstation hinbauen. Hier soll ein genereller Besuchsraum hin, der wird für die Minimum- und für die Mittelsicherheitsleute jetzt überlege ich gerade. Das hier dürfte auch für eine Krankenstation vollkommen ausreichen. Dann machen wir hier draus nämlich einen Personalraum. Dann haben wir nur noch zwei kleine Innenhöfe und haben die ganze Anlage bis zum geht nicht mehr vollgepackt. Was wollen wir noch mehr? Natürlich müssen wir eine ganze Menge Bäume vorab schon mal entfernen. Ah,
Also in 120, 208 sind 328, 353 Zellen insgesamt. Wie viele Gefangenen wir unter anderem unterbringen können, das wird sich dann zeigen, wenn das Ganze erstmal läuft. Aber immerhin, es wird gebaut. Und ich hoffe, uns geht nicht mittendrin das Geld aus, das wäre peinlich. Oder wir vergessen hier irgendwo eine Mauer zuzumachen und uns gehen hier 50 Gefangene auf einen Schlag flüchten. Das wäre ebenfalls peinlich. Wie sieht es in unserer Forschung aus? Wartung ist in Arbeit. Hier soll im Übrigen eine große Werkstatt hin. Hier kommt nochmal eine kleine Werkstatt für die Minimum-Sicherheitsgefangenen hin. Das heißt, es wäre auch eine ganz gute Idee, ungefähr hier das Büro für den Vorarbeiter einzurichten. So, das war der Vorarbeiter. Wie sieht es mit den anderen Forschungsarbeiten aus? Der ist genehmigt, aber der kriegt sein Büro hier drin. Seht ihr? Habe ich auch noch nicht dran gedacht. Büro muss mindestens 4x4 sein. So. Gut, dass die Leute Taschenlampen haben. So gut ausgeleuchtet, wie hier alles ist. Der Generator ist jetzt natürlich ein bisschen Verschwendung gewesen, aber Kleinigkeiten halt. Hier haben wir halt Platz für 3 Ausbildungsräume. Ich überlege, ob wir hier noch einen sinnigen Raum zwischenkriegen können. Für die Hundestaffeln wird es ja Räume hier an den Kanten überall geben. Sicherheit, Wäscherei, Leichenhalle, Krankenstation. Ach, dafür brauchen wir Gesundheit. Ja. Da arbeiten wir dran. Büchereien haben wir Plätze für, Unterrichtsräume, Forstbetrieb, Posträume, Läden haben wir mehrere. Oder wir machen einen Rücken. Weil an sich könnten wir bis hierhin noch das Gebäude erweitern. Das würde sich irgendwie schon anbieten. Ich krieg bei dem Geräusch immer einen Mordsschrecken. Aber hey. So, Lagerraum, da. Lieferungsraum bleibt. Den machen wir allerdings noch ein bisschen schmaler, damit er nicht mehr so extrem an der Wand anliegt. Raumanforderungen? Nichts. Ja, erfüllt.
Ein Kondensator extra sollte reichen. Und das wird die Dusche. Dann natürlich eine Rezeption. Viel besser. Komisch, dass manchmal manche Bäume nicht mit erfasst werden vom Abrissauftrag. Sollte aber nicht so tragisch sein. Ich glaube, die Mauer steht so im Großen und Ganzen, ja. Wenn hier ein Personalraum reinkommt, dann wäre hier natürlich Personaltüren angemessen. Kommen Gefängnistüren rein. Und auch hier und hier. Bewährungsräume kommen einfach Türen. Das mache ich jetzt schon mal, weil ich es kann, und dann brauchen wir uns nachher die Arbeit damit nicht mehr machen. Und hier kommt auch eine Personaltür rein. Allerdings machen wir die hier rein, dann kommt keiner auf die Idee, durch den abgesperrten Bereich zu laufen. Wir machen immer schön eins nach dem anderen. Keine Hektik hier. Das sind 5 mal 4, 20 Plätze, also 16. Dafür bräuchten wir dann 8, jetzt passt's. Einen Billardtisch bekommt ihr nicht. So lange sollte ich hier eh nicht aufhalten. Wisst ihr was? Die eine Bank lassen wir hier trotzdem stehen, falls einer nicht neben dem anderen sitzen will. So. Hier muss rein. Büroschreibtisch. Ein Stuhl. Und Tische. Dann können wir den restlichen Planungskram hier auch schon mal entfernen. Sehr schön. Oh ja, stimmt. Die Außenmauer geht natürlich auch schon mal weg.
Also eins kann ich euch sagen, diese ganze Planung vorzuzeichnen ist eine Höllenarbeit. Man muss sowas wirklich mögen. Aber schlussendlich, wenn man es sich dann vorstellen kann, und in den meisten Fällen kann man das ja, weil wenn man sich schon so viel Mühe damit gibt, das zu zeichnen, dann will man es ja nachher auch im Praktischen sehen. Der kann auch weg. Der kann weg. Die stehen alle noch im Weg. Der kann weg. Der wird schon abgerissen. Der wurde gerade abgerissen. Sehr gut, sehr gut. Stimmt, eins habe ich ganz vergessen. Hier sollte eine Personaltür rein, damit die vom Forstbetrieb nachher ganz bequem hier rüberlaufen können. Können wir schon mal Materialien-Tab aufmachen. Na, warum ist das hier noch nicht fertig? Wer hat ja seinen Schraubenschlüssel in der Tür liegen lassen? An irgendeiner Kleinigkeit muss es noch liegen, damit das hier noch nicht alles fertig ist. Die Frage ist, an welcher Kleinigkeit? Äußerst schicke Außenmauer steht schon mal, das ist gut. Ich sag mal so, viel mehr hätte man hier auch langsam nicht mehr reinquetschen können. Ne? Das wird hier schon alles ein wenig eng. Aber jeder Trakt hat seinen eigenen Aufenthaltsraum. Die Höfe sind entsprechend groß genug gestaltet, sollten sie zumindest sein. Ah, sehr gut. Währung. Mindestgröße 5x5. Ich hatte schon so eine Vermutung. Müssen wir halt die Anzahl der Räume hier ein bisschen reduzieren. Dann muss ich hier... Naja. Lass mal die Türen hier einfach nochmal abreißen. Wisst ihr was? Hier kommt das Büro vom Psychiater rein. Und was den Abreißbefehl angeht, mache ich jetzt, glaube ich, wieder rückgängig. Dann haben hier halt manche Räume halt zwei Türen. Wir können uns den Luxus von zwei Türen mal locker leisten. So, und da teilt mir der Timer gerade mit. Die erste Folge für heute ist auch schon wieder vorbei. Dann danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet natürlich nichts. Wenn es nicht gefallen hat,
Dann könnt ihr mir ruhig sagen, wenn ich mich verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5. Tatsächlich. Kriege ich hier noch irgendwo was unter? Irgendwas Kleines? Putzraumwäscherei hatte ich ja eigentlich vorgesehen. Aber wenn der Raum hier noch kleiner wird, dann... So, wir improvisieren jetzt einfach mal auf die Schnelle ein bisschen. Wie gesagt, wenn es gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft... dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.